Naja, es war halt Nacht. Habt ihr noch nie nachts den König, zukünftigen König der Almer da über einen Boronang verfolgt? Solltet ihr wirklich machen, ist ein großer Spaß. Nicht. Zukünftiger Kaiser. Ihr habt Selindian Hal auf einem Boronanger begleitet? Nun ja, wir trafen umwandelt und wir sind einfach mal mitgegangen. Hatte der wieder irgendwelche Visionen oder wie? Ja, er ist vor unserem komischen Ding stehen geblieben. Wo, glaube ich, viele, wo irgendwie Leute drauf standen, die gestorben sind. Und inklusive hier jemand namens Putz. Kennt Quissi etwas über diese? Wie hieß die doch mal? Die war noch gleich diese Inschrift, Putz, wo wir standen. Vollmin? Irgendwas mit dem Stab des Vergessens. Vergessen, erinnern, verflogen, richtig? Richtig. Ich erinnere mich nicht mehr. Müsste da nochmal hingehen. Wir wollten auch Frau Putz mal fragen, wie ihr Mann oder ihr Verwandter auf diesen Friedhof gelandet ist. Nun, wie er gelandet ist, ist klar, aber warum? In welchem Zusammenhang? Ist er nicht im Krieg gefallen? Aber sein Name stand doch auf diesem Sockel irgendwie da unten dran oder sowas. Ja. Nein, sein Name könnte sich doch lohnen, ihr einmal zuzuhören, was ihre Geschichte ist. Vielleicht sollten wir Frau Putz gleich fragen. Ich glaube, wenn man die Visionen, die Gesichten von Selendian, man sollte so etwas nie auf die leichte Schulter nehmen und jeder Name kann wichtig sein und wenn der ganz zufällig der Name Putz auf diesem Grab stand und ihr jetzt oder wir jetzt in diesem Haus weilen und sie ja Witwe ist, ich glaube dann jeder einzelne Name könnte wichtig von Bedeutung sein. Ich will sie einmal holen. Ich stehe auf. Frau Putz! Anzünden Sie durch die Schuhe aus. Schade mir! Könntet ihr uns ein paar Kekse noch bringen? Und wir haben noch ein paar Fragen an euch. Willst du nicht runterkommen, die Treppe? Nein, ihr müsst nach oben kommen. Es sind wichtige Leute hier. Helft der Dame bitte, doch wenigstens. Bitte tut mir gefallen. Ich helfe euch hoch. Ja, ich gehe runter und helfe der Dame. Sprittet die Treppe nach unten. Und dann kannst du die gute alte Witwe Putz, die gerade noch ein bisschen nach Küche riecht. Und du riechst so ein bisschen. Hat sie irgendwas mit Zitronen gemacht? Ich duftet sie auch wie eine Prinzessin so auf beiden Armen. Sie duftet verführerisch nach Kuchen, Plätzchenteig. Und ja, dann kannst du ihr die Treppe nach oben helfen. Hat natürlich noch ein großes Tablett mit frisch gebackenen Keksen dabei. Wie sollte es anders sein? Es ist zwar echt unglaublich. Es ist wenig Zeit vergangen, nachdem du dann auf dem Schlachtfeld standest. Hast die Schrecken noch nicht ganz überwunden. Aber wenn du jetzt dieses Gefühl von diesem frischen Plätzchenteig riechst, da kann man schon fast alle Schrecken vergessen. Ja, dann eine Minute später steht Kiaras wieder mit Witwe Putz im Raum. Ihr habt euch alle nochmal kurz die Bügelfalten glatt gestrichen, geguckt, ob ihr Schuhe ausgezogen habt. Und nochmal ja, die Kissen im Sofa nochmal ein bisschen gerichtet und dann, ja. Ja. Schenkt der Dame noch ein strahlendes Lächeln und setzt sie dann vorsichtig auf einen Stuhl. Danke, euer Gnaden. So, wie kann ich euch denn helfen? Die Herren kennt ihr sicherlich. Und dieses Anziehen von Wehrheim. Ja, ich habe den jungen Mann vorhin reingelassen. Nun, ich wollte euch höflich sein und euch ihren Namen vorstellen. Das ja, ein Freund von dir, sagte er zumindest. Gewiss. Nun, Frau Putz, warum wir euch in diese hiere Gesellschaft eingeladen haben, wir hätten ein paar Fragen. Vor einiger Zeit, führte uns ein Spaziergang, nein, ich würde sagen, ein Gang auf den Anger von Gareth, einen gewissen Herrn einzusammeln. Die näheren Umstände sind vielleicht für euch nicht interessant. Wir fanden aber eine Grabstätte, beziehungsweise mehrere Grabstätten. Und der Name eures holden Ehemanns war dort verzeichnet. Könnt ihr uns Näheres erzählen? Naja, er ist gestorben und dann wurde er beigesetzt von Bruder Stygoma. Das ist schon einige Zeit her, müsst ihr wissen.
Er muss ein großer Held gewesen sein, dass er dort verewigt wurde. Was hat er getan? Gegen die Orks. Gegen die Orks hat er gekämpft. Diese wilden Bestien. Wir fanden noch andere Namen. Vollmin, Mielteuer und Gerdenwald. Sagen euch diese Namen etwas? Aber ihr seid doch so vergesslich. Selbst ich weiß das doch. Ihr habt mich doch schon mal nach den Namen gefragt. Ich kenne die immer noch nicht. Nein. Ihr wisst also nicht, worum es geht. Nein, das müssen sicherlich irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Soldaten gewesen sein, die neben Witbold standen. Ich weiß es nicht. Hat mir nicht viel erzählt aus dem Krieg. Hat euer Ehemann Freunde, Kameraden, neben denen er gestanden ist, hat die vielleicht noch leben und uns die Geschichte erzählen können? Das weiß ich nicht. Also, was hat er denn Bruder Stygoma damals bei der Beerdigung gesagt? Er hat viel von ein paar Kameraden erzählt und wie sie mutig nebeneinander standen und ihr Leben gegeben haben. Teilweise auch schon in Maraskan und dann im Orkenland und... Ach, ich weiß das alles nicht mehr. Sagt euch der Name Kuran Grasberger etwas? Nein, damit kann ich auch nichts anfangen. Hat er nicht immer irgendwelche Sachen mitgebracht aus den Kriegen? Aus den Kriegen? Nein, also so etwas wie... Ja doch, also wir haben noch irgendwo in einer, oben auf dem Dachboden eine verrostete Axt oder so etwas. Irgendwie was von den Orks, was er mitgenommen hat. Hat er eine verrostete Axt? Können wir die vielleicht einmal sehen? Ja, könnt ihr die gesamten Hinterlassenschaften eures ehrenwerten Mannes sehen? Nicht, dass wir stöbern wollten, aber es ist wichtig. Ah, da muss ich ja nach ganz oben steigen. Nee, das könnt ihr selber machen. Einfach, da müsst ihr... Ich könnte euch hochtragen. Nein. Da oben ist es so kalt. Dann geht selber nach oben und schaut mal. Ich brauche die Sachen nicht mehr. Da musst du irgendwo eine große Truhe rumstehen mit den Hinterlassenschaften, das, was er noch aus der Armee hat. Und ich glaube, da müsste dann auch diese Axt drinne liegen von einem dieser Orken. Ich glaube, wenn die Prios-Kirche das wüsste... Oder die Rondra-Kirche. Ich weiß gar nicht, ob man so Sachen mitnehmen darf. Ich glaube, das wird alles eingesammelt, aber... Ah, Witbold. Es gefällt der Mutter Rondra jedenfalls, wenn man ihr die Waffen besiegter Feinde zum Opfer macht. Sagt Frau Protz, habt ihr vielleicht noch Verwandte in... Nun ja, im Süden, in Punin, Almada irgendwo? Die Stadt... Nun ja... Die nächsten Tage dürften ungemütlich werden. Vielleicht, es würde mir das Herz brechen, wenn euch irgendetwas zustoßen würde. Könntet ihr vielleicht für die nächste zwei Wochen zu einen Besuch bei euren Verwandten im Süden machen? Also meine Tochter hat noch vor ihrem Tod geheiratet. Die hat noch eine, ich habe dann eine angeheiratete Muhme von ihr, mit der... Das ist jetzt sicherlich auch schon 15 Jahre her. Aber ich könnte ihr mal... ich könnte ihr ja mal schreiben. Ihr solltet so schnell wie möglich aufbrechen. Meint ihr wirklich Abelmir? Ja. Tut mir diesen Gefallen. Und fragt nicht weiter. Also gut. Dann... Wenn ihr wirklich meint, wer bin ich, dass ich einen Magier hinterfrage? Ihr habt ja sowieso, dann müsst ihr aber ohne meine Kekse auskommen. Ich kann euch ein letztes Blech noch hier lassen, das kommt gerade frisch aus dem Ofen und dann packe ich meine Sachen und kann euch dann die Schlüssel hier lassen. Ihr seid so gütig. Ja, ich helfe ihr aus dem Stuhl hoch, umarme sie noch einmal. Überspringt auf. Wo ist jetzt der Dachboden? Ja, die Treppe hoch, junger Mann. Und dann müsst ihr oben. Da könnt ihr dann so sehen, wie da so eine Luke ist. Da müsstet ihr dann entweder dran springen oder da müsste noch irgendwo ein kleiner Stock rumliegen. Damit könnt ihr dann in diese Luke reingreifen und dann kommt da eine Treppe runter und dann könnt ihr da hoch kraxeln. Ja, und immer rennt los. Frau Putz, bevor ihr geht, hinterlasst doch eine Nachricht, eine Adresse. Ich würde euch dann schreiben, wenn... Garrett wieder, nun ja, sicherer ist. Ja, ich,
Ich muss mal in den alten Brief gucken und dann kann ich euch die Adresse zusammen mit dem Schlüssel dann in die Küche unten hinlegen. Wunderbar. Passt auf euch auf. Das klingt jetzt nach einem Abschied, Abelmir. So alt bin ich auch noch nicht. Nein. Ich meinte es nur im Guten. Passt auf euch auf. Ja, sie nickt, nimmt sich dann selber noch einen kleinen Keks vom Tablett vor euch und geht dann nach unten mit der Hilfe von Kieras. Ja, Ömer kann derweil nach oben sprinten. Du findest dann da auch die besagte Luke, versuchst selber ranzuspringen, bist aber nicht groß genug. Rafim könnte da sicherlich rangreifen. Findest dann aber nach kurzem Suchen auch so einen kleinen Stab mit so einem Haken dran. Kannst dann den Dachboden nach unten ziehen und die Treppe nach oben steigen. Knatscht ein bisschen alles viel mit, ja, ein bisschen Spinnenweben, Vollgang. Es ist tatsächlich ziemlich kalt, wie sie sagte. Und kannst dann nach kurzem Suchen auch eine große Armeekiste finden, die dann mit einem Schloss vorgehängt ist. Eine Achse? Ja. Haben wir nicht gerade erst über eine geredet? Klingt fast nach göttlicher Fügung. Möglicherweise. Immer schaut sich das Schloss mal an, wie das wohl aufgeht. Ja, wenn du Dietrich hättest, dann könntest du da sicherlich was machen. Das ist ziemlich grob, Armeestandard, nichts, was sonderlich teuer ist, kein zwergisches Schloss. Wird immer mal sein Dietrich-Set zücken. Ja, das Schloss selber hat eine Komplexität von 0 und dann mit einem Dietrich minus 7 oder minus 3? Ich glaube, ich habe nur Standard-Dietrich, mal schauen. Also einfach, dass du das darfst, oder wie? Kannst einfach mal würfeln, dann schauen wir mal rein, ob du das irgendwie brauchst oder nicht. Ansonsten wirst du dieses Schloss niemals aufkriegen. Ich habe nur Standard-Dietrich, keine Erleichterung. Ja, es klickt und das Schloss ist auf. Verstaubte Uniform von der Gareta Stadtwache, daneben auch Gareta, das ist wohl Infanterie, leichte Infanterie. Gut, du hast jetzt keine Kriegskunst, du hast die Zeichen und Symbole schon in Wehrheim gesehen, aber um dann den Rang von Witpold Prutz zuzuordnen, gut, das ist vielleicht was für Kieras oder für Jarlan unten. Ja, suchst ein bisschen, kannst dann auch da unten, ganz unten drin, eine verrostete orkische Axt erkennen. Man hat schon gelernt, wenn man Dinge einfach anpackt, kriegt man nachher schwarze Hände, also nimmt man sich eins der Oberteile, jetzt hier so ein Hemd oder sowas, was da mit den Abzeichen auch ist, und legt das um die Axt herum und will dann mit der Axt und dem Hemd sozusagen, wo das reingewickelt ist, sozusagen erstmal wieder die Stufen runter, damit alle das gleich begutachten können und man auch vielleicht mehr Licht hat als da oben. Ja, du findest auch, wenn du dann die Axt rausziehst, klickt das nochmal so ein bisschen und klockt ein bisschen und du kannst auch sehen, wie da wohl ein Amulett oder sowas, so eine kleine Stierfigur dran gebunden ist, vorne dran. Oder guckt man, dann passt man auf, dass es auch mit sozusagen runterkommt und ja. Ja. Irgendjemand will erst runtergehen, knietschnatsch, diese Leiter da wieder runtersteigen. Irgendjemand von euch Erfahrung mit orkischen Kulturen oder deren Waffen? Zählt verhauen? Sag mal, ist dieses, ist das hier vom Ortfriedstier, das Ding? Immer zeigt man auf dieses Amulett. Sieht nach Stier aus. Ja, dachte ich auch. Kann schon sein. Aber was hat der denn mit Orks zu tun? Schau mal Anziehen an. Kennt ihr euch mit deutschen Sachen aus? Ich habe auch grobe Kenntnisse der orkischen Sprache. Sie ist unterteilt in zwei verschiedene Sprachen, die Ausgewiesenen und die Hochsprache der Schamanen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Ortfriedstier herkommt und welchen Hintergrund diese Kreatur hat, aber vielleicht könnte sie sogar an Brasorak, den Stiergott der Orks, angelehnt sein. Nee, das hat was damit zu tun, dass die Siedler hier die ganzen Kühe einfangen sollten. Das haben wir da schon gelernt bei den Ortfriedsleuten. Genau, und dann kam dieser Stier und die wollten den umbringen, aber dann hat das irgendwie nicht geklappt und dann ist er in den Wald geflogen. Oder sowas?
Naja, ja, aber dass es so viele Rinder in Dapazien gibt, das kann unter anderem auch damit zu tun haben, dass es früher Kolonialisierungsgebiet der Orks war. Ihr müsst wissen, dass es früher den riesigen Mittwald gab und die Orks auch wesentlich weiter im Süden waren, unter anderem auch bis nach Garad vorgedrungen. Und es kann sein, dass dies Hinterlassenschaften sind aus orkischen Zeiten. Dann wurde natürlich dann auch die ganzen Lande kolonialisiert, als der Mittwald abgeholzt worden ist und die riesige, der riesige Urbaum dann seine Kraft verloren hat. Alles nicht weiter wichtig, aber es kann durchaus sein, dass der Ortfried Stier bzw. die dapatischen Rinder mit dem Brazoa-Kult zu tun haben. Das ist nie ganz geklärt worden. Okay. Und hier die Axt. Ich habe die mal in das Tor hier reingeschlagen. Das ist ein Hemd. Ah, hier sehe ich, bei Licht ist das ein Hemd. Okay. Hauptgefreiter. Was ist das denn für ein Amulett? Ist das einfach nur so ein Stier oder wie? Das ist ja so drum gewickelt an die Axt. Ich weiß nicht. Guck mir das mal an. Gesagt, habe ich so ein Amulett schon mal gesehen in meinem Leben? Also es ist eine einfache geschnitzte Figur aus einem Stein, also Stein oder Feuerstein, ja, nicht unbedingt kunstvoll, aber man erkennt es. Hast du noch nie gesehen. Kein Meister auf jeden Fall seines Werks, würde ich sagen. Das wird irgendeine orkische Götzenfigur sein, nehme ich an. Das ist zumindest eine Biaka, also eine orkische Axt. Vergleichbar vielleicht mit der Torwaldschen Skraja. Hier könnt ihr den Dorn erkennen. Damit kann man auch zustechen. Aber sag mal, da oben ist wirklich ganz schön kalt, Kiaras. Als ich es gerade oben habe, ich gedacht, boah, dann stelle ich die Nackenhaare auf. Ganz schön kalt, der Dachboden von der Frau Butteputz. Na, wie kann es auch so kalt sein? Ich muss um die Schultern, keine Ahnung. Bei euch ist alles irgendwie kalt. Frag mich mal. Aus dem Süden ist nicht so kalt. Ja, gut, stimmt schon. Es ist hier wirklich ein bisschen frisch. Aber wenigstens trockener. Meint ihr sicher, dass wir eine göttliche Axt oder eine magische Axt auf dem Dachboden von Witwe Putz finden? Die Wege des Fels sind unergründlich. Vielleicht ist es auch einfach nur eine alte Axt. Sie sieht böse aus. Aber hatte Witwe Putz nicht etwas zu Bruder Stygo mal gesagt? Der hat ihren Mann beigesetzt. Vielleicht kann er uns ja etwas zu den Beigesetzten erzählen. Zumindest wenn er. Ich weiß nicht, ob er sich selber noch daran erinnern kann oder in den Archiven mal nachschauen kann, aber. Ist er denn überhaupt noch in der Stadt? Normalerweise begleitet er doch Prinz Helindia. Bruder Stygoma ist ein Geweihter der Stadt Garad. Und er sitzt im Rat der Helden. Ihr denkt an Eslam von Eslamsbad, der Helindian begleitete. Der ist doch Vorsitzender in Eschenroth, glaube ich. Also der leitet doch da den Tempel oder sowas, wie man auch immer das nennt. Und gehört der Tempel? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das sagt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war er hier in Garad für ihn zuständig, ja. Aber in Punin selbst wird er wohl vielleicht vom Raben selbst geleitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt einen Rat in Punin. Also einen Stellvertreter, der das für den Raben macht. Der hat ja wohl Wichtigeres zu tun. Aber Stygoma sitzt hier in Garad und das meines Wissens auch schon immer. Vielleicht sollten wir ihn befragen, wenn wir ihn sehen oder ja, wenn wir ihn aussuchen. Gute Idee. Überreicht jetzt mal die Axt in dem Hemd gehalten, aber mir rüber. Also meine Intuition sagt mir, irgendeine Bedeutung hat sie. Iserun würde diese vielleicht einmal untersuchen. Magisch nehme ich an. Natürlich. Ich halte es mir vor die Nase. Naja, es kann wohl nicht schaden, wenn man sie sich einmal kurz ansieht. Irgendwann legt dann die Axt samt dem Hemd auf den Tisch. Oder auf einen Stuhl, zumindest Hauptsache, dass es irgendwo erstmal rumliegt und nicht durch die Gegend wandert. Wir legen es auf den Tisch unter das Hemd oder auf das Hemd. So, da lasse ich mir schön viel Zeit. Kosten sparen? Sicht für Sicht oder nur die Axt? Tatsächlich nur die Axt.
Ja, die Axt ist unsichtbar, verschwindet vor deinem geistigen Auge, sie ist unmagisch. Ja, da kann ich leider nichts erkennen. Also hatte Frau Putz eine alte Axt zu Hause. Und wie sie ist auf jeden Fall nicht magisch. Das muss ja erstmal nichts heißen. Ganz ehrlich, also ich hätte auch nicht erwartet, dass Frau Putz ein magisches Artefakt auf ihrem Dachboden hat. Nichtsdestotrotz hatte es irgendeinen Zusammenhang zu dem jungen Selindia. Wenn wir Zeit haben, sollten wir der Sache nachgehen. Wir haben doch Zeit. Deswegen werden wir auch mit Bruder Stimme mal sprechen, sobald es opportun ist. Vielleicht sollten wir auch mit dem Vorsitzenden vielleicht der Steinmetzgilde oder so etwas sprechen, um diesen Namen Grasberger zuordnen zu können. Wenn er diesen Stein angefertigt hat. Nun, ich dachte, Bruder Stügumer hätte die allesamt beigesetzt. Ich schätze. Nee, ich spreche jetzt von dem anderen Stein, den wir gefunden haben. Anderen? Ach, vor dem er gekniet hat. Genau, wo die drei Wörter drauf standen. Er hat vor einer Statue gekniet? Grabstein, Statue, sah irgendwie komisch aus für einen Grabstein, ja. Und das sagt ihr erst jetzt? Ja. Ja, was stand denn drauf? Irgendwas mit dem Stab des Vergessens. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Vergessen, erinnern, verflogen. Und darunter war der zerbrochene Stab des Vergessens abgebildet. Ja, genau. Drei Teile. Warum sagt die das denn? Jetzt haben wir Ömer nach oben auf den kalten Dachboden geschickt und eigentlich ging es... Was ist dir? Der Stab des Vergessens. Das ist also das, worum es in dieser Prophezeiung und um Selindian ging. Was für eine Prophezeiung? Naja, eine Gesichte. Das ist doch das, was Selindian die ganze Zeit hat. Und wenn ihr sagt, dass sie ihn nachts auf einen Poronangel begleitet hat, dann wird er das sicherlich durch eine Gesichte oder eine Prophezeiung getan haben. Oder was ist dieser Stab des Vergessens? Der Stab des Vergessens ist ein Artefakt der Boron-Kirche. Man kann mit ihm Erinnerungen saugen, wenn man kann Dinge vergessen lassen. Es wird vor allem getan, um ihr kennt die Borons süße Gnade. Wie gesagt, man kann damit Erinnerungen hervorrufen, man kann jemanden vergessen lassen oder man kann diese als Waffe benutzen, um die eingespeicherten Erinnerungen jemandem mit einem Schlag zu geben. Sprich, ihr geht in ein Kriegslazarett und nehmt all denjenigen ihre Erinnerung an die Grausamkeiten des Krieges, an verbrannten Kameraden, an abgerissene Gliedmaßen, an die Schmerzen. All diese Erinnerungen werden in diesem Stab gespeichert. Und danach... Und dann entlädt man sie in Galotta. Oder in den schwarzen Drachen. Nun, der Drache ist tot. Ich denke nicht, dass ihn das interessieren würde. Nun, wenn er vergisst, ich weiß es nicht. Also es ist eine äußerst effektive Waffe gegen normale Söldner. Verwirrt sie und danach sind sie ganz einfach niederzumetzeln. Kann ich ihm empfehlen. Ist der Stab nicht in der Lalanfa oder so? Wo er hingehört. Niemand weiß, wo der Stab ist. Ich dachte, er wäre in der Lalanfa. Ich hörte mal eine Geschichte von Leoma vom Berg. Vielleicht war das auch nur Gewäsch. Wie sollen wir ihn benutzen, wenn keiner weiß, wo er zu finden ist? Das müsste man einen Boroni fragen. Zum Beispiel, wo das Dygoma? Was ein Zufall. Zufälle gibt's, Lex sei Dank. Rückt doch nächstes Mal gleich mit der ganzen Sprache raus und lasst euch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Ich hab mich nicht dran erinnert. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, vielleicht wurde die auch von diesem Stab berührt. Es war kalt mitten in der Nacht und der Typ ist 3 Stunden gefühlt über diesen Friedhof gelaufen. Er hatte echt andere Prioritäten.